So, und damit ne, Ansicht ändern. Du sollst F5 die Ansicht ändern. Irgendwas stimmt mit dem Dings. Okay, herzlich willkommen zu Asleep 2. Asleep 2, zweiter Part. Wir sind hier im irgendwie im Labor von irgendeinem weirden Professor hier. Dem Dr. Graham Harald da. Und der sagt, ich soll mich auf dieses X stellen. Let's do this. Schrumpfungsmaschine, Leute. Ich wurde gegessen. Ich ertrink. Bist du drin? Hast du es in den Bauch, in den Magen geschafft? Ich weiß es nicht. Ich denke so, oder? Oder du hast mich in einen riesigen Wasserballon gesteckt. Gut. Nun werden wir unseren Patienten etwas trinken lassen, damit du weiter nach unten kommst und hopefully irgendwas. Was passiert? Ah! Die rückt schon wieder hoch. Just. No! And now? Ah, das Wasser sinkt. Oh. Hat es wirklich geklappt? Und der Human Body ist wirklich okay? Los, beweg dich nach unten. Mach ich doch. Hast du die Substanz gefunden? Nee. Ach, ich soll da nicht hin, weil ich beim Patienten... Ist das die Substanz? Okay, bauen wir das einfach mal ab, Leute. Ich habe eigentlich keine Ahnung. Wieso Sponges? Und mit was baut man Sponges normalerweise ab? Warum geht das so schwer? Und ich kann doch nicht einfach SpongeBob töten. Ich kann doch nicht keine Schwämme abbauen hier. Das ist ja grauenvoll, Leute. Schlimm. Gibt Leute, die verlangen, von einem SpongeBob abzubauen. Dann gibt es Leute wie mich, die tun das. Gut gemacht. Nun geh raus hier. Quickly. Okay. Wir sollen also schnellstmöglich wieder hochkommen mit der Enderperle. Flup. Wie komme ich jetzt hier raus? Wir brauchen etwas mit mehr Acetonitril. Wobei das kommt. Ja. Okay. And what tut das jetzt genau? Es scheint ein bisschen zu wackeln hier drinnen, Leute. Also irgendwie... Ah! Oh, wir fliegen! Es wirkt. Die Dings, die Bubbles lassen dich schweben. I believe I can fly with the Salamander in the sky. Ein Video von meinem ersten Odyssey Let's Play, damals noch komplett ohne... Das ist die Szene. Sehr realistische Animation. Hey, you made it. Congratulations. Ja, siehst du, ich hab dich gerettet, Doktor. Doktor, wie heißt du? Patient. Cool, oder? Ich bin super. Woo! Warum kommt überall Gizmo vor? Was will ich mit einem Einhorn? Wieso träume ich von Einhörnern?
jetzt. Alright. Bei der nächsten musst du rechts turnen. But I wanna go. Okay, ist gut. Warte eine Sekunde, dann. Ah, das ist ein Dings. Dann öffne ich dir das Alien. Got it. Sind wir gerade in ein Museum eingeboren oder so? Oh, Höhlenmenschies. Eine Wüste. Ich würde das jetzt alles angucken. Ja, ja, das hat Zeit, Doktor. Ja, Harald halt. Ein Chicken. Vater mit Sohn am Kamin. Aliens mit irgendeinem Schwebeball. Wahrscheinlich die Bilder der Map mit Command-Blöcken und Redstone. Ein Spiegel. Eine Höhle. Eine Axt. Ein Emerald. So ein Stab. Ah, da ist es. Was? Benutze den Laser, um das Glas zu brechen. Das soll ich haben? Ich soll es in die Mitte vor diesem Dings stellen. Wie? Und jetzt wird das Mondlicht darauf scheinen? Also Mitternacht? 5, 4, 3, 2, 1, ich will hier weg. Wow, episch. Er kriegt von irgendwas Power, von diesen Gegenständen hier. Von der magischen Jukebox. What is happening there? Ein Portal. Der Stab ist weg. Ein Portal ist entstanden. Leute. Leute. Willkommen im Nichts. Auch wenn wir uns bewegen hoch, runter. Ihr seht das jetzt nicht, aber ich bewege hoch und runter. Es ist fix. Alles, was da drin ist, ist fix an einem Punkt platziert. Konzentriert euch mal auf einen Punkt, schaut die ganze Zeit an. Der ist wirklich da, wo er ist. Ist das episch. Ich glaube, wir sollten da durch, gell? Sayonara! Wo bin ich? Ich will nicht. Seid ihr böse? Oh ja, seid ihr. Ah, komm rein, komm rein. Guten Tag. Wir mögen. Wir haben schon lange keine Travelers mehr gesehen. Ich habe den Stab von Krosi benutzt, um hierher zu kommen. Hm? Ich dachte, er ist in einem Museum. Bist du etwa da eingebrochen? Also, wie hast du ihn bekommen? Du hast sie gestohlen? Wir akzeptieren keine Diebe in unserem Land. Nein. Du weißt, mit wem du es zu tun hast? Wo bin ich hier oben safe? Ich muss da hoch. Nicht runter. Hoch. Ah, das sind die... Das sind diese Blöcke hier, die verändern ihre Farben, auf denen ich gerade laufe. Kein Scherz. Könnt ihr das hier mal angucken? Jetzt sehen sie grün aus. Und später sehen sie lila aus. Okay, ich glaube, ich komme hier nicht hoch. Ich will aber. Okay, wir schaffen das nicht. Ach so, super. Wieso bekomme ich den Schaden, wenn ich den schlag? Ach, der hat Dorn. Es tut mir leid, Mr. Herr Obermeister.
Was sind. Gibt's diese Tiere eigentlich in echt? Minecraft ist ja relativ realistisch, außer halt was Monster und so angeht. Du kriegst es nicht, da ist kein Entkommen. Was passiert mit mir? Weiß ich nicht. Ich habe die mit dem Pfeil abgeschossen. Ich glaube nicht, dass das so gut war, Leute. Okay. Es explodiert. Was meint ihr, was passiert als nächstes? Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Minecraft Asleep 2. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann und ciao.